Liebe Zuschauer, in den USA hatten wir an den Börsen einiges an neuen Rekorden gerade erst gesehen. Bei uns sieht es nicht ganz so prickelnd aus. Spätestens dann ist doch mal wieder Zeit, auf die Charts zu gucken. Genauer gesagt, Zeit für die Zwermann-Analyse. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich mir telefonisch zugeschaltet Chris Zwermann von Zwermann Financial. Herr Zwermann, ich habe es gerade schon gesagt, schauen wir erstmal auf die US-Märkte. Die sind ja zum Teil wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Da ist natürlich immer die Frage, wie geht's weiter? Und die Zinsen in den USA, die sind ja in den letzten Jahren immer weiter gefallen. Das hat die Aktienmärkte dann ja ein gutes Stück weit unterstützt. Stellt sich die Frage, wie geht's da jetzt weiter? Da haben Sie uns einen Chart mitgebracht, eben hier die Korrelation zwischen den Zinsen und den Aktien, in dem Fall den S&P 500. Ja, wunderschönen guten Tag. Es ist tatsächlich der Faktor, dass seit, würde ich sagen, 1980, könnte man fast sagen, fallende Zinsen, damals waren wir in den USA noch bei 10-12% und mehr für 30-jährige Anleihen, die Zinsen immer weiter gefallen sind und natürlich die Zentralbank auch dazu beigetragen hat und die Aktienmärkte das natürlich als wohlwollende Unterstützung genommen haben und angestiegen sind. Ich habe jetzt hier an diesem Chart nur mal den Zeitraum von 2011 genommen bis heute. Da sind wir den 30-jährigen Renditen von 4,8% immerhin auf 0,93 gefallen, was jetzt das Allzeittief war. Aber das zeigt ja schon, dass es nicht mehr sehr viel tiefer gehen kann. Das heißt also, es gibt kaum noch Potenzial, und das kann man jetzt mal global sehen. Selbst in Brasilien hat man nur 2% Zinsen, allerdings am kurzen Ende. Das heißt also, weitere Zinssenkungen wird es zum allergrößten Teil nicht geben, es sei denn, es würde in den Negativbereich gehen oder wie auch immer. Das heißt, die Unterstützung der Aktienmärkte durch die fallenden Renditen, das ist etwas, was man sich wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal nicht vorstellen darf. Bedeutet aber, dass das ein gravierender Faktor ist. Also wenn wir sehen, beim S&P haben wir jetzt gestern ein neues Allzeithoch gemacht bei 3.399. Und ich bin der Meinung, wenn die Renditen in den USA, gestern haben wir immerhin 1,4% schon erreicht, dann ist es so, wenn die Renditen steigen, dann werden wir also sehen, dass die Aktienmärkte hierdurch relativ stark ausgebremst werden. Jetzt haben wir gerade schon einen Blick auch werfen dürfen nach dem ersten Chart auch schon auf den S&P 500. Und der hat ja eben gerade erst ein Allzeithoch markiert. Wie könnte es hier jetzt weiter aussehen? Wie sieht der Chart nach diesem Erreichen des Rekordes aus? Ja, leider konnte ich jetzt keinen Tageschart liefern, wo das also gleich mal gezeigt wurde oder man hätte zeigen können, wie stark der Markt nach dem Rekord zurückkam. Immerhin haben wir im Future heute Nacht immer die 3.350, also sprich ungefähr 50 Punkte unter dem Hoch schon erreicht. Das heißt also, eine gewisse Reaktionsfähigkeit ist da eigentlich sofort da. Ich will nur mal darauf hindeuten, dass nach dieser V-Erholung, die da eingezeichnet ist, der Markt leicht korrigiert hat, zwar in der Tagelinie, und seitdem steigt es wieder. Im Grunde genommen, wenn man jetzt die Corona-Entwicklung und alle zum Beispiel Mobilität und so weiter daneben legen würde, dann würde man sehen, dass die Mobilität nur bis zu dieser V-Erholung gekommen ist und in der Zwischenzeit die Aktienmärkte eigentlich nach oben davonlaufen, während das Volkswirtschaftliche eigentlich nicht mehr mitkommt. Das heißt also, mit dem Virus leben heißt auch, dass das Virus die Volkswirtschaften ausbremsen wird. Von der Seite her bin ich der Meinung, werden wir hier eine gewisse Korrektur erleben. Wenn wir bis 3070 kommen, sieht man ja zwar in der Tagelinie, wenn die ganze Ebene im Grunde genommen korrigiert würde, wären wir bei 2940. Das ist nichts von einem Tag, aber ich glaube, morgen ist der Fälligkeitstag und wenn der vorbei ist, dann werden die Märkte etwas sauberer sein und dann lässt sich das auch besser vollziehen. Blicken wir weiter auf eine weitere Korrelation, die Sie uns im Chart mitgebracht haben. In dem Fall der Nasdaq 100 korreliert mit dem Australdollar zum US-Dollar. Wieso jetzt gerade mit diesem Währungspaar? Ja, mir geht es hier eigentlich darum, eine Korrelation zu zeigen, dass der Dollar jetzt die ganze Zeit ja schwächer gegangen ist. Also für meine Begriffe in dem Fall schon als Carry-Währung genutzt wird. Das heißt, man verschuldet sich im Dollar und kauft dann alles, was man will damit, zum Beispiel Gold oder auch Nasdaq oder auch den DAX. Und sobald der Dollar sich etwas erholen würde, was im Moment eigentlich so im Ansatz der Fall ist, dann würde es dazu führen, dass man diese Carry Trades zurückdreht und in dem Fall dann auch im nächsten Moment das, was man gekauft hat, verkaufen wird. Also das ist jetzt so ein erster Ansatz in diese Richtung, falls der Dollar sich erholt von seiner Talfahrt, die er bis jetzt gemacht hat. Und ich glaube, der Australdollar ist dazu eigentlich geeignet, das also hier zu zeigen, weil wenn das Gold auch etwas korrigiert oder die Rohstoffe,
dann dürfte das beim Australdollar auch der Fall sein. Und der Nasdaq läuft dann auch der Sache nicht davon. Jetzt schauen wir noch mal genauer auf den Nasdaq jetzt hier alleine, weil die Tech-Werte generell, die Nasdaq in den USA war ja auch auf Rekordjagd unterwegs. Sieht es danach aus, als könnte das so weitergehen? Nun ja, Allzeithoch gemacht. Apple mit seinen 2 Billionen ist so viel wie die 30 DAX-Werte. Also da sind schon Schwergewichte drin. Man muss sich vorstellen, dass allein Apple 16% des DAX ausmacht, des Nasdaqs ausmacht. Also wenn da ein Schwergewicht so mal in Probleme geraten würde, wäre also schon ein großer Teil des ganzen Indizes in Problemen. Aber was ich glaube, und das steht auch hier drauf, Impfstoffrisiko, ich glaube, wenn sobald ein Impfstoff kommt, dann könnte der Nasdaq der Markt sein, der am stärksten reagiert, weil in diesem Nasdaq doch extremst viele Corona-Profiteure sind, also von Amazon angefangen bis zu Facebook, bis zu Apple und noch vielen anderen, vielen Pharmaunternehmen und so weiter und so weiter. Trend wäre ungefähr die 11.000, wenn die 11.000 gebrochen würde, wobei ich der Meinung bin, dass es vielleicht sich etwas verzögert im Vergleich zu S&P und so weiter. Aber von der Seite her glaube ich, dass wir dann größere Korrekturen bekommen. Mit dem Impfstoff wird es natürlich noch einige Zeit dauern, keine Frage. Jetzt haben wir uns die US-Märkte schon genauer angeguckt. Jetzt schauen wir mal auf einen Markt. Da hatten Sie Anfang des Jahres schon einen Ausblick für gegeben. Schauen wir also uns mal an, wie es denn gelaufen ist für den OMX Kopenhagen jetzt quasi im Jahr 2020 bisher. Ja, also ich mache ja immer im Jahresanfang für die einzelnen Märkte Verlaufsanalysen. So auch für den Markt in Dänemark. Da ging es mir eigentlich nur darum, dass es so ein bisschen Ausnahmemarkt ist, auch von der Zusammensetzung her, alternative Energien und so weiter. Und das ist jetzt der Verlauf, was bis jetzt passiert ist. Also das Hoch, was angedacht war, waren 1.350. Tut mir jetzt leid, dass das Hoch nur 1.349 war. Aber so ist das nun mal, wenn man Analysen macht. Um was es mir hier eigentlich geht, ist der weitere Verlauf, den ich hier aufgezeigt habe, in der Annahme bis zum Jahresende. Es geht mir hier nicht darum, in der Intensität, wie stark das zurückkommen wird, oder, sondern mir geht es nur darum, von jetzt bis zum Jahresende den Verlauf der Annahme zu zeigen. Und das wäre im Grunde genommen in Stufen eher nach unten. Könnte man sicherlich dann vielleicht auch auf den einen oder anderen Markt generell übertragen. Jetzt schauen wir uns noch einen Einzelwert an, in dem Fall Vestas. Vestas Wind, das ist ein dänischer Wert, das sind es auch in Dänenkronen gezeigt. Wir sehen, als wir hier bei 730 etwa raus sind, gab es eine relativ schnelle Bewegung innerhalb von 2 Wochen bis 870. Kurze Korrektur und jetzt wieder bis 943. Also zeigt auch so ein bisschen den Index, logischerweise. Meine Idee hier war, steigender Ölpreis, alternative Energien, was also auch für eine weltweite Bewegung gilt, wenn man sich die Aktien weltweit von alternativen Energien anschaut. Zielgröße ist schon fast erreicht. Insofern auch hier vielleicht also so ein Gleichlaufen wie im Index. Insofern, wenn das Ziel erreicht wäre, wer sie gekauft hat, könnte hier sicherlich erstmal einen guten Gewinn einfahren. So, jetzt schauen wir dann doch auch mal auf den DAX. Der ist zuletzt auch mal so ein bisschen auf der Stelle getreten. Ich kann mich aber erinnern, als wir vor kurzem mal gesprochen hatten, da hatten Sie gesagt, DAX demnächst bei 11.500. Wann ist damit zu rechnen? Wie geht es hier weiter beim DAX? Ja, 11.500 einmal gesagt, niemand vergisst es, ist auch ganz gut so, weil dann wird man immer wieder dran erinnert und ich werde ja auch nicht müde, das in der Hinsicht zu propagieren, weil es im Moment auch keine andere, sagen wir mal, Richtung in der Hinsicht gibt, dass man jetzt sagen müsste, man muss das ändern. Im Gegenteil, wir sehen hier diese unregelmäßige Korrektur, die es werden könnte. Wenn dem so ist, dann haben wir also bei dieser 13.101 nochmal ein Hoch gemacht und jetzt, was jetzt in dem Chart noch nicht zu sehen ist, der heutige Tag, wo es ja immerhin schon mal bis 12.750 im Tief runterging. Wir sehen, 12.520 wäre dieser Trend und die 200-Tage-Linie bei 12.200. Der Markt ist in keinster Weise jetzt überverkauft, sondern hätte noch Risiko abzubauen. Und ich bleibe eigentlich dabei, dass wir, wenn die Fälligkeit morgen vorbei ist, mit einiger Wahrscheinlichkeit nach nochmal etwas Druck bekommen,
ganz besonders, wenn der Dollar sich erholen sollte, dann wird noch mehr Dollar-Carry zurückgedreht. Aber das ist eine Frage der nächsten 2, 3 Wochen, bis wir sozusagen die Zielgrößen dabei 11.500 erreichen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wenn der Dollar sich erholen sollte, schauen wir doch mal gleich aufs nächste Währungspaar, nämlich auf den Euro zum Dollar. Sieht der Chart danach aus, als könnte sich der Dollar erholen? Ja, also es ist nicht so unwahrscheinlich, sagen wir mal, denn wir sind ja immerhin relativ schnell durchgelaufen hier von 1,06 bis 1,1966, das gestrige Hoch. Wir sehen links vom September 2018 immerhin ein Hoch von 1,1815, das wurde heute eigentlich schon mal kurz getestet. Das heißt, wenn wir dort durchkommen, dann würden wir Korrektur machen insgesamt auf diese gemachte Aufwärtsbewegung, die würde etwa bis 1,1450 gehen und danach würde es dann wieder für den Euro nach oben gehen, es sei denn, es würde wesentlich mehr in den Märkten an Carry zurückgedreht und der Dollar im Grunde genommen gekauft, nicht als Flucht in den Dollar, sondern weil man tatsächlich in den Märkten intensiver nach unten geht. Aber das wird sich tatsächlich nächste Woche zeigen. Es gibt sich hier wahrscheinlich für den, der ein Dollarrisiko hat, nochmal die Möglichkeit, die Dollars zum besseren Preis abzusichern. Also da schauen wir nächste Woche auf jeden Fall auch nochmal genau hin. Am Schluss der Blick aufs Gold. Eine Zeit lang, wenn man aufs Gold geblickt hat, wusste man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also sprich, es ging immer nur nach oben. Dann hat die Rallye da auch mal so ein bisschen geschwächelt. Und wofür spricht hier jetzt der Chart? Also geht es noch weiter rauf oder kommen da doch mal so ein paar Kratzer in die Rallye rein? Naja, die Kratzer sind eigentlich schon dicke da und tatsächlich auch mit einer gewissen Dollarerholung, ist der eine Faktor. Der andere Faktor, was dem Gold sicherlich schadet, ist, wenn die Zinsen steigen. Also das heißt, wir sehen im Moment etwas Gegenwind, den man die ganze Zeit wahrscheinlich als Rückenwind gerne auch so genutzt hat. Und jetzt will man das nicht ganz so richtig wahrhaben. Denn es gab ja nicht, wie ich immer wieder gesagt habe, es gab keine Flucht in das Gold, weil man jetzt aus den Aktien rausgesprungen ist oder so etwas. Tatsache ist hier von der Technik her, ich hatte das vor 2 Wochen gesagt, dass wir da in etwa auf 18,50 fallen werden, sind relativ schnell auf 18,63 gefallen. Der Trend hat gehalten. Jetzt sind wir im Grunde genommen nochmal in der Korrektur nach oben gelaufen, um die 2000, etwas drüber. Und wenn die gesamte Korrektur gemacht werden soll, also um nachher die Berechtigung zu haben, um wirklich intensiver anzusteigen, dann müssten wir hier tatsächlich bis 1690 fallen. Hört sich unheimlich viel an. Könnte man aber, man sieht hier in 2 Wochen, 3 Wochen gemacht haben, um dann weiter zu steigen. Wir sehen bei der Stochastik, dass es gerade erst beginnt zu fallen. Also von der Seite her etwas Dollarerholung und noch etwas steigende Zinsen. Und wir kommen dann dazu, dass das Gold korrigiert. Und dann gibt es auch da, wie vielleicht beim Euro, die Möglichkeit, etwas billiger nochmal was zu kaufen. Also könnten ein paar Kratzer sein im Lack beim Gold. Herr Zwehrmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Analysen. Ja, gerne. Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf einige Charts, die US-Märkte, DAX aber natürlich auch mal Einzelwerte aus Dänemark und am Schluss der Blick auch noch auf Euro zum Dollar und zum Gold. Also dementsprechend sind wir gespannt, wie sich das Ganze dann auch nächste Woche weiterentwickelt. Aber die charttechnisch wichtigen Marken, die haben wir uns auf jeden Fall jetzt schon mal angeguckt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.